Hey Leute und willkommen zurück bei Magna Carta 2. So, wir befinden uns hier beim Eingang zu Kotamare, oder? Ja, okay, so, weil Celestine hat ja irgendwelches Ritual, das sie bewältigen muss, um erwachsen zu werden. Und das werden wir jetzt hinter uns lassen. Okay, es startet nicht gleich. Da muss ich wohl zur Anführerin laufen. Und, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich gehe nochmal schnell hier hoch. Und sehe mal, ob wir was Neues kaufen können. Und... So, jetzt geht's wieder besser. Ja, dann geht es mal. Willkommen. Ja, ach so, der war noch am Riemen. Oh, der Versenkungsbogen, der ist neu. Oder habe ich den letztes Mal verkauft? Auf jeden Fall ein neuer Bogen? Der ist aber ein bisschen komisch. Egal, kaufen, weil es kann. Oh, alle klar, da gibt's auch noch was. Leider? Ach, kacke. Hab nicht gewusst, dass es das Zeug gibt. Alles klar, so, gehen wir mal zur Stammesfürstin und schauen wir mal, wie das Ritual dann so aussieht, was Celestine bewältigen muss, um Argo heizuraten. Hallo, was ist denn heute los? Heizuraten. So, wir sind gleich da und, das ist Rue. Hey, Rue! Ja, egal, lassen wir die mal und gehen wir mal weiter. Okay. Es brennt Feuer, George. Hallo. Willkommen zurück, Celestine. Wir haben auf dich gewartet. Celestines Brief. Abgeschlossen. Yeah, Levelaufstieg. Okay, das war alles. Alles klar. Wir werden jetzt Celestines Volljährigkeitsritual durchführen. Es enthält das Ritual der Natur, das Ritual der Stärke und das Ritual des Weihrauchs. Nestin führt das Ritual der Natur durch. Kiloti aus der Stärke, das der Stärke und Switten das des Weihrauchs. Empfange die Rituale von diesen drei Mare und kehre dann hierher zurück. Okay. Dreiblättriges Kleeblatt. Brosche des Widerstands. Führe Celestines Volljährigkeitsritual durch. Suche in Kotamare Nestin, Kiloti und Switten auf, um von jedem das entsprechende Ritual zu empfangen. Kehre danach zum Haus des Dorfvorsteherin zurück. Okay. Sie sind alle irgendwo im Dorf und warten auf dich. Ritualbescheinigung. Einmal erhalten. Okay, so. Wir müssen jetzt die Leute finden. Aber ich habe keinen Plan, wo die sind. Auf jeden Fall mal raus. Und schauen wir mal. Sind die irgendwie auf der Karte verzeichnet? Nein. Okay, das ist ein bisschen doof. Vielleicht ein Vorplatz da vorne. Sehen wir was in der Minikarte? Hoffe ich jetzt. Ah, da ist schon einer. Oh, da ist der zweite und... Ah, da hinten ist der dritte. Okay, so. Ich gehe mal zuerst mal hier hoch, um diesen hier abzuschließen. Das ist, glaube ich, der mit dem Weihrauch. Glaube ich. Switzin, jawohl. Du bist bestimmt hier, um das Ritual durchzuführen. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde das Ritual des Weihrauchs anleiten. Also werde ich erklären, worum es dabei geht. Das Ritual ist sehr einfach. Füll diese Flaschen mit Extrakt, mit dem Grundstoff, den du an einigen Orten zum Finden kannst. Im Blausumpfland steigt an wenigen Stellen Weihrauch aus dem Boden. Dort findest du Extrakt. Zu bestimmten Zeiten schießt dieser Grundstoff aus dem Boden empor. Deshalb werde auch die Volljährigkeitsrituale zu diesen Zeiten abgehalten. Unterziehe dich dem Ritual des Weihrauchs. Sammle an den insgesamt 4 Weihrauchquellen im Blausumpfland Extrakt. Bring es im Anschluss zu Switten. Okay, insgesamt gibt es 4 Weihrauchquellen. Suche alle 4. Stelle auf und kehre dann zurück. Leere Flasche. 4-mal erhalten. So, ich glaube, ich werde jetzt die anderen 2 auch noch annehmen. Ansonsten ist es ein bisschen doof, immer wieder hier hinzukommen. Gut, dann werden wir jetzt mit dem Ritual der Natur beginnen, Celestine. Im Ritual der Natur pflückst du eine Blume namens Acelinas Träne im Blausumpfland. Diese Blume blüht auf dem Kopf des Feigenmonsters, das wir Grammy nennen. Oh nein! Dieses Grammy ist ein riesiger Hasenfuß. Es wird sich erschrecken, wenn du ihm auch nur nahe kommst. Außerdem kann es sehr, sehr schnell rennen. Wenn es vor dir flieht, wirst du es nie fangen können. Also musst du dich ganz leise von hinten heranschleichen und die Blume pflücken.
Führe das Ritual der Natur durch, pflücke Aselinas Träne, eine Blume, die auf dem Kopf eines Grammy wächst. Es wird fliehen, wenn du dich ihm näherst, also schleiche dich von hinten heran, bringe dann die Blume zu Nestin. Grammy ist irgendwo im Blausenflammt unterwegs. Okay, oh, ich hasse das. Oh, ich kriege echt schon wieder Albträume. Oh. Herzlich willkommen, Celestine. Lass uns mit dem Ritual der Stärke beginnen. Um in Harmonie mit der Natur zu leben, müssen die Mare sie lieben und mit ihrer Stärke beschützen. Also wirst du zeigen müssen, dass du stark genug bist, um die Natur zu beschützen. Nimm den Weg nach Dunanhügel durch den nordöstlichen Sumpf und suche nach dem Monster Juneon. Erlege eines dieser Monster und nimm sein Horn. Das Juneon ist ein sehr wildes Monster. Wer schwach ist, kann das Ritual nicht bestehen. Und erzähle ich dem Ritual der Stärke töte auf der Straße nach Dunanhügel im Nordosten des Sumpflandes ein Juneon und bringe das Horn zu Kiloti in Kutamara. So, wie sieht denn das aus? Juneon. Okay, pass auf, dass du dich das Juneon nicht überwältigt. Du wirst deine ganze Stärke gegen es brauchen. Okay, so, wir haben alle Rituale angenommen. Wir können endlich mal Kutamara wieder verlassen. Und ich freue mich jetzt schon, das blöde scheiß Federvieh zu fangen. Oh. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mit Chuto das machen muss, weil es ums Pflücken geht. Okay, so, ich glaube, es ist gleich hier am Anfang. Ist es da vorne? Ah, da vorne ist es, okay. So, das ist das Vieh hier. Das ist da ganz vorne, das Kleine. Und es beobachtet mich, glaube ich. Oder? Nein, jetzt kann ich von hinten. Ich kann nicht langsam laufen! Vorsichtig. Nicht so schnell. Oh, schon. Und? Oh! Oh, sehr schön. Oh, ich hab's. Ich hab's. Und jetzt läuft's weg. Hält das irgendwann? Okay. Ich habe beim ersten Mal hatte ich so riesige Probleme. Das ist unglaublich. So, eins haben wir. Eine ist, glaube ich. Nein. Oh, ich kann Gammy töten. Okay. Also eins habe ich ja... Moment, nein, ich will nicht hier rein. Eins haben wir jetzt schon abgeschlossen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Oder? Ritual der Natur? Das Zeichen. Ritual des Weihrauchs. Das ist mit dem vier Weihrauch-Dinges noch. Genau, und Ritual der Stärke, der sollte hier oben sein. Gehe ich jetzt gleich mal nach oben und schaue da mal nach, ob das Monster dort oben ist. Und ich muss irgendwie die Augen offen halten. Was macht denn das neue? Verpiss dich. Okay, ich muss jetzt irgendwie achten, dass ich diese Weihrauch. Da vorne ist schon eins. Nicht verpassen werde, die Weihrauchquellen. Achso, das sind die. Die haben wir doch im letzten Part schon gesehen und ich habe mich gefragt, was das soll. Also ich habe auf jeden Fall. Ach du Kacke. Nicht aufgepasst. Oh Mann, es stehen wieder alle blöd rum. Warum stehen alle blöd rum? Ja, war ja klar. Warum stehen meine Charaktere immer so doof rum? Oh ja, ist tot. Oh, der Verstieg. So. Leere Flasche. Aktivieren. Okay, 1 von 4. Achso, das ist ein Ding. Okay. Eins haben wir, noch 3. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen weiter nach oben. Und ich lasse diese Viecher jetzt einfach mal links liegen, obwohl ich das Geld gut brauchen könnte. Aber egal. Das kann ich dann irgendwann mal offscreen wieder sammeln. Wo ist denn... Ah, da vorne... Nee, Moment, das ist doch... Oh. Warum hat das so viele Viecher hier? Sefi, heil mich. Danke. Oh Gott. Aber ja. Nein, es kommen die anderen Viecher auch noch. Oh. Okay, so, zuerst mal ein bisschen Waffen. Sehr schön. So, jetzt Wetter auf Nympho. Okay, das ist doch nicht so gut, dass ich Nympho eingesetzt habe. Weil, irgendwie kriege ich meine... Kann's nicht hin. Komm her. Mach 3, mach 3. Mach 1 auf 3, genau. So, dann noch Celestine. Sie hat mir den Kahn auf der Seite. Ja, komm rein. Oh, danke. Hab ich vollkommen vergessen. Freeze. Yeah, Chamberlain. Okay. Ding ist noch klar. Rue hat wieder ein bisschen zu wenig
frostfrei. So, mal ein bisschen Kahn zu brauchen. Warum nicht? Ich kann sie ja. Okay, das wird irgendwie nicht allzu viel Schaden gemacht. Und stimmt, ich habe ja immer Nadelhaken. Das klingt schön. Sephi, was... geht doch. Schon gedacht, was machst du denn jetzt wieder? So, Nadelhaken. Duck. Sehr schön. Was, ich kann Nimpo machen? Okay. Das war jetzt sehr günstig. Yeah. Okay, aber nur einer war im Kreis. Das war nicht zu gut, aber egal. Okay, achso, er ist gefroren. Kann nichts machen. So, er ist tot. Das Horn einsammeln. Sehr schön. Okay, da muss ich jetzt nur noch den Weihrauch finden. Was macht ihr hier überhaupt? Nimpo. Ich glaube, jetzt sind ein bisschen mehr im Kreis. Aber ey, das ist schön. Selbst ein bisschen. Okay. Dann ist es ein Chainbreak. Sehr schön, okay. Und ich nehme an, die anderen zwei Weihrauchquellen, die sind auf der anderen Seite. Und ich muss sowieso noch auf die andere Seite kommen. Und ja, weil ich noch was ausprobieren will. Und das geht jetzt halt nur auf der anderen Seite. Ich habe das noch nie gemacht, was ich vorhin nachher mache. Darum nimmt es Wunder, ob ich es überhaupt machen kann. Warum habe ich so viel Leben? Wechsel, Donnerkeil. Fessel komprimiert, Blitzkraft und fliegt einem Feindschock zu. Blitzschleuder. Oi! Ach so, der war tot. Ich habe nicht gesehen, dass er tot ist. Warum war der einfach so tot? Okay, so. Da vorne ist es. Genau. So, ich werde jetzt nochmal nach oben spurten und schaue mal, ob da oben auch noch extra gibt. Sag mal die Karte. Ich denke nicht, dass es hier oben noch was gibt. Kannst du trotzdem nochmal anschauen? Ich glaube nicht. Was? Spiel! Hier kommst du nicht durch. Er ist zu nah. Du bist zu fett. Boah, seit wann hat es so viel Viecher hier? Okay, noch zwei sind noch zu finden. Sehr schön. Dann muss ich jetzt noch auf die andere Seite gehen. Und ja, ich glaube, ich werde das jetzt rausschneiden. Und wir werden uns dann sehen, wenn ich eins gefunden habe. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. So, da vorne sollte eine Weihrauchstelle sein. Ah, sehr schön. Dann fehlt uns nur noch eine. Und ich hoffe jetzt mal, dass das Richtung... wie ist das nochmal? Refugium der Dunkelheit ist. Weil dort nach oben muss ich gelangen. So, so mal schauen. Mich jetzt eigentlich noch Wunder, ob diese Mauer, die beim... Coyoten Canyon war, als wir Caves angegriffen haben, ob die noch steht. Ob die immer noch dort ist. Das würde mich wundern. Aber ich glaube nicht, dass ich nachsehen sollte. Einfach, da hinten ist es. Sehr gut. Sehr gut. So, wir haben das Ritual beendet. Jetzt müssten wir nur noch zurück nach Kotamare gehen. Will ich aber noch nicht. Wenn ich schon hier oben bin, kann ich das noch machen. So, sehr schön. Ich muss jetzt, glaube ich, auf Sephi wechseln. Und ja, versuchen wir mal unser Glück. Es sieht aber nicht danach aus, dass das funktioniert. Entweder muss ich das auch mit jemand anderem machen. Ich weiß nicht. Wollen wir mal schauen. Zuerst mal hier töten. Komm. Wo sind meine Leute? Kommt nach vorne. Kommt ins Schlachtfeld. So, jetzt sind sie so schlau und greifen auch das Zeug an, was ich angreife. Okay, da kann ich mir mal wieder wechseln. Das bringt mir nicht allzu viel. Stirb! Oh, Levelaufstieg! Oh, stimmt, ich habe ja voll das Frauenpower-Team. Was macht sie denn? Ah, Blitzschleuder, okay. Sebastian ist nicht gerade viel Zeug.
Nee, der ist fast tot. Okay, das hat geklappt. Gut. Yeah, you think I'm good. Oh yeah. Das bist du, meine Kleine. Tod, den Untoten. Wie viele kommen da noch? Oh, es hat geklappt. Ein Wunder. Denn er ist schon fast tot. Jetzt ist er tot. Okay, ich hoffe mal, dass die Leute hier unten mal bleiben. Okay. So, jetzt muss ich da mal schauen. Kommen wir mal hier rein. Irgendwie. Hier ist kein Durchkommen. Vielleicht mit Sephi? Hier ist kein Durchkommen. Wie sieht's aus mit Celestine? Hier ist kein Durchkommen. Warum denn nicht? Ja, ich hätte gedacht, ich komme jetzt hier rein. Dann halt nicht. So, wir sehen uns, wenn ich dann unten bei Kotamare wieder bin. Ah, Kacke. Okay, zurück in Kotamare angekommen und mit ein paar Gedanken habe ich gedacht, könnte ja sein, dass Celestine erwachsen sein muss, um in den Schrein zu kommen. Aber dazu später mehr. Du hast jetzt das Ritual der Stärke bestanden. Gut gemacht, Celestine. Melde dich bitte bei der Dorfbevorsteherin, sobald deine drei Rituale abgeschlossen sind. Okay. Ritual der Stärke abgeschlossen. Yeah. So. Ja, diese Blume ist es. Aselinas Träne. Welche Überraschung, dass du meine eine mitbringst. Gute Arbeit, Celestine. Das bedeutet, dass du das Ritual der Natur bestanden hast. Melde dich bitte bei der Dorfvorsteherin, sobald alle drei Rituale abgeschlossen sind. Okay. Ist dann nur noch eins und dann ist Feierabend. Also. Hallo. Svidin. Na gut, dann bestätige ich hiermit, dass du das Extrakt der vier Weihrauchquellen gesammelt hast. Du hast das Ritual des Weihrauchs abgelegt. Melde dich bitte bei der Dorfvorsteherin, sobald alle drei Rituale abgeschlossen sind. Yeah, und das ist jetzt der Fall. So. Dann auf zur Dorfvorsteherin oder Stammesfürstin. Da Stammesführer. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dann werde ich eventuell nochmal in Refugium der Dunkelheit nach oben gehen, um zu schauen, ob ich da reinkomme. Okay, so. Hallo, meine Liebe. Gut gemacht, Celestine. Du hast alle Rituale durchlaufen. Ich wusste, dass du es schaffst. Hört alle gut zu. Ich gebe hiermit bekannt, dass das Mare-Mädchen Celestine ihre Volljährigkeit erreicht hat. Möge alle Mare sie als Erwachsene respektieren und möge sie sich gebührend verhalten. Damit sie als Erwachsene erkannt werden kann, verleihe ich Celestine dieses Symbol der Volljährigkeit. Um ihre Volljährigkeit gebührend zu feiern, erkläre ich den morgigen Tag zum Festtag. Und ihr fühlt euch in Celestines Haus als willkommene Gäste und genießt die Feierlichkeiten. Ja, na klar, das sagt sie einfach, ihr seid bei Celestine, ja, ihr seid willkommen, ihr könnt euch schlafen, macht euch keine Sorgen. Und Celestine hat gesagt, nein, die will doch nicht, aber nein, die Stammesfürstin hat gesprochen. Dreiblättriges Kleeblatt, Brosch in der Widerstand. Sehr schön. So, ein Tag geht jetzt vorbei. Sie feiern und kippen hier Bier runter bis zum Gehnichtmehr und der Ladescreen will sich auch nochmal melden und er will irgendwie nicht mehr aufhören. So, danke. Okay, wo befinden wir uns denn jetzt? Ach so. Wir befinden uns in der Wohnung von Celestine. Und jetzt bin ich mir nicht sicher. Ah, muss doch... Ah, okay, okay, okay. Das Fest ist noch nicht vorbei. Das Fest startet jetzt erst. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Muss ich ja reinlaufen? Hallo? Dir reden? Jetzt, Celestine, alle warten auf dich. Gib uns das Startzeichen. Celestine, gib uns ein Zeichen, damit wir das Feuerwerk zünden können. Okay, Feuerwerk. Also, gut, fangen wir an. Ja, yeah, Feuerwerk. Krass. Okay. Also, ist nicht gerade allzu viel, was sie da machen. Aber, ja, man kann nicht allzu viel erwarten. Sie haben ja nicht so eine... Congratulations, Celestine. Sie haben ja nicht so eine gute Technologie wie wir heutzutage. Thanks, Argo! This means I'm an adult now. So, let's have our wedding! You're still a little kid on the inside, but I guess I'll congratulate you on passing your coming-of-age ceremony. Congratulations, Celestine. Thank you, everybody! Today is the happiest day of my
life! Yeah, but you're still only 12 or 13. Procell, you're being sarcastic even on a day like this? Your big sister is in a good mood today, so I'll give you a pass. Today is a fine day. It's vital to take breaks like this every once in a while. Aber nicht mitten im Krieg. For a little while, we forgot about reality and enjoyed the celebration. It was a brief respite. But another battle would be waiting for us tomorrow. Sie wartet nicht, sie sind voll im Gange. Okay, das war's schon. Alles klar, ich wollte, dann gehen wir wieder raus. Und machen uns mal auf dem... Also ich glaube, das ist jetzt vorüber. Mal schauen, Informationen, Missionisches Journal, Alex Brief. Okay, wir haben 53,4% Mission abgeschlossen, sehr schön. So, ich mache mich jetzt mal auf den Weg nach oben. Und wir werden uns dann entweder oben sehen oder hier unten bei Kotamare nochmal. Bin mir nicht sicher. Bis gleich. Okay, Leute. Ich war oben beim Refugium der Dunkelheit und es war immer noch zu. Es gab kein Durchkommen. Leider. Ich habe ja gelesen, dass man irgendwann reinkommt. Und ich denke mal, das geht nicht mehr allzu lange. Darum bin ich jetzt da sinnlos herumgelaufen, weil ich das unbedingt mal sehen will, was da überhaupt passiert. Ich habe es noch nie gemacht und ja, egal. So, ich danke mal fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann geht es wieder zurück in die Schlacht. So, danke Leute und einen schönen Sonntag, einen schönen Tag noch. Ciao Leute.